Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampires Dawn. Ich bin der DC Steve und... Euer Let's Play Retro World. So, wir wollen weiter Sidequesten, aber ich möchte auch etwas total Verrücktes tun. Mhm, ich bin ja mal gespannt. Erstmal gehen wir wieder nach... zu 1. Mhm. Okay, es hieß im Osten, ja, von der anderen Stadt. Wo willst du jetzt hingehen, ne? Ich wollte eigentlich mal in so ein verstecktes Gebiet, von was uns hier berichtet wurde, gehen, aber... Du kommst aber nicht als Fledermaus rein. Achso, als Fledermaus kann man nicht reinfliegen. Nee, nur als Wolf oder als Mensch. So, okay. In der Stadt waren wir schon, dann gibt es genau. Rechts irgendwo. Ah, Stadt. Hier, die wahrscheinlich. Genau, ja. Mhm. Sie sieht auch klein und übersichtlich aus. Ja, dann gucken wir die mal. Herrlich. Ja, der Typ sieht auf jeden Fall ziemlich arm aus. Ja. Und er heißt auch armer Mann. Ja. Hey, ihr seht aus, als hättet ihr ein paar Fehler für mich übrig. Wie wär's, wenn ihr mir 50 wiedergebt? Damit könnte ich meine Familie durch den Winter bringen. Hm. Warum nicht, sind nur 50? Ja. Das verdienen wir in einer Minute, ne? Vielen Dank. Ja. Wahrscheinlich sogar mehr. Oh Mann, jetzt muss ich erstmal was zu essen besorgen. Mhm. Aber das schaffst du nicht, indem du wie ein NPC bist. Randomly durch die Jeder Gegend schreibt, oh man. Oh, stimmt. Oh man. Verdammt, hab ich einen Hunger. Ich hab übrigens gerade gegessen. Ach, leider sind wir alle zu arm, um uns was Ordentliches zu kaufen. Hoffentlich klappt es diesen Winter mit der Saat. Sonst ist das unser Ende. Saat im Winter? Wenn doch nicht diese verdammten Krähen da wären. Krähen? Ja, Level 40 Krähen am Feld fressen unsere Saat. Vielleicht sind wir stark genug, es mit ihnen aufzunehmen. Hoffentlich könnt ihr helfen, wenn ihr Level 40 seid. Ich hoffe echt, dass wir den Kampf schaffen. Können wir die looten? Ja, ist doch gut. Hey, wir sind arm. Ja. Ich warte also, nur darauf, dass also ich hier Alan wird das machen. Dann ja, so. Findest du bestimmt irgendwo einen Fehler oder sowas. Also ich hoffe, den Witz hat Malik sich erlaubt. Ich meine, einen Heiltrank. Schade, also, ein Pila, Mann. Ich denke mal, einen Heiltrank könnte man bei den Preisen gut gegen mehrere Wochen Lebensmittel verkaufen. Ja. So, rechte Hand. Und da ist noch ein NPC. Da, die haben noch was zu essen. Eine Stahlrüstung. Stahlrüstung. Wow. Und sie wollen 50 Fila haben? Wow. Die haben eine Stahlrüstung. Holy, wow. Eine Stahlrüstung. Ja. Dann haben wir erstmal, haben wir das ganze Winter erstmal das Essen weggenommen. Arme Leute haben genauso viel Loot wie reiche Leute, das ergibt keinen Sinn. Sorry, Malix, durchgefallen. Ein Finale wäre in Ordnung gewesen. Ja, aber Stahlrüstung, das ist schon ein bisschen... Sag mal, kriegst du es hin, oder? Nein. Ich will mit... Oh Mann. Ich werde jetzt hier stehen. So. Hallo, wir haben nicht viel. Was wir Fremden anbieten können. Unsere Stahlrüstung hast du ja schon genommen. Und den Heiltrank ebenfalls. Das, was wir haben, teilen wir gerne. Wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast. Danke, wir haben es so schon längst genommen. Dabei bin ich nicht wirklich so bescheiden. Ein paar Liter Blut machen mich doch erst glücklich. Tja, so viel zum Thema Arm. Das ist uns angelogen, Mann. Ihr habt Stahlrüstungen. Genau. Dann schauen wir mal, was wir hier looten können. Oder ob wir hier irgendwo noch einen Quest kriegen. Oh, erstmal. Ein dicker Mann. Erstmal looten. Genau, solange er gerade in seinem Schlafzimmer ist und nichts mitbekommen kann. Flammentrank. Der wird wahrscheinlich. Ja, ich weiß. Ich habe ihn jetzt gerade aber auch nicht gesehen. Was ist denn der? Ich geh nochmal ganz runter. Da, über dem Juckpulver und unter den Silberbarren. Verbrennt den Gegner. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Tja, na gut. So wie in Baldur's Gate und Icewind Dale, da gibt es nämlich auch so einen Flammentrank, den kann man auf den Gegner schmeißen. So. Mehr Loot wird er wahrscheinlich nicht haben. Eine antike Münze, wow. Was für ein reicher Kerl. Was träumt euch denn hierher? Ich weiß nicht genau. Neugierde? Neugierde? Wenn ihr so neugierig seid, dann durchsucht doch die Höhle nördlich von hier. Sie liegt etwas versteckt. Und jetzt geht bitte.
Wenn ihr so neugierig seid, dann legt euch doch mit den W40-Monstern an. Vor allem, man bekommt die. Ich meine, das Witzige ist ja, stellt sich einfach vor. Wir beenden gerade den Open-World-Modus. Wir haben noch nicht gelevelt oder so, weil wir gehen ja nicht davon aus, dass das Spiel einen dazu zwingt, dass man erstmal extrem hoch leveln muss, bevor es weitergeht, ja. Also reisen wir durch die Gegend. Die Leute empfehlen uns immer wieder, dass es hier irgendwelche Dungeons und so weiter gibt und irgendwelche versteckten Gebiete. Und dann gehen wir da hin und werden erstmal total geklatscht. Ja. Der hat gerade über die Steuern gemeckert. Das ist normal. Ja, die sind ja eigentlich. Haben wir damals in der Zwischensequenz gesehen, als das gerade besprochen wurde. Ist hier das Feld? Nee, hier sind die Toten. Vor allem, da sind noch gar keine Krähen. Hier sind Krähen. Ja. Und ein NPC. Erst looten. Ich quetsche mal erst die NPCs an, bevor ich loote. Nee, manchmal fliegt man tatsächlich raus. Es gibt solche Spiele, wo man auch manchmal so rausfliegt, ne? Ja, bestimmt im Vampire Storm. Eisensäbel. Ist zumindest ein bisschen was wert. Ja. Oh, Besuch. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Leider habe ich nicht so viel Loot für euch. Bescheiden ist ja wohl noch untertrieben. Hallo? Ihr könnt mir bestimmt helfen. Mein Bruder wohnt nördlich von Herles in einer kleinen Hütte. Könnt ihr ihn bitte fragen, ob er hier zu mir kommt? Ich könnte seine Hilfe bei der Hausarbeit wirklich gebrauchen. Allein schaffe ich es einfach nicht mehr. Das machen wir auf jeden Fall. Außerdem würde ich durch seine Anwesenheit bestimmt neuen Mut schöpfen. Natürlich. Vielen Dank. Wie gesagt, er wohnt nördlich von Herles. Etwas einsam. Fragt ihn einfach, ob er herkommt, weil ich seine Hilfe brauche. Natürlich. Gehst du nicht einfach hin? Ist wahrscheinlich für dich auch besser. Das ist auf jeden Fall wieder so ein verstecktes Gebiet, denke ich. So, quatschen wir mal irgendwie die Krähen an? Oder ich will zuerst Typen? Mit den... Warte, da kommt sie zu vorbei. Muster, ja. Oh Mann! Diese Nein, das steht nicht da. Oh man! Ja. Diese verfluchten Krähen fressen meine ganze Saat auf. Ich sehe es. Wenn das so weitergeht, wird das ganze Dorf diesen Winter verhungern. Diese verdammten Krähen sind so unglaublich hartnäckig. Und ich denke, wenn ihr rechts auf das Dach des Hauses schaut, könnt ihr den Anführer dieser verdammten Biester sehen. Der ist mindestens Level 40. Anführer? Ich glaube kaum, dass Krähen eine derartige Sozialstruktur haben. Aber ich bin mir sicher, diese fette Krähe hängt den ganzen Tag auf diesem Dach rum und hält Ausschau. Ich bin mir sicher, das ist wirklich eine Art Anführer. Die Überkrähe, die Oberkrähe, die Königskrähe. Verdammt nochmal. Ich glaube, wenn diese Krähe weg wäre, dann würden die anderen Krähen auch verschwinden. Verflucht. Könnt ihr mir irgendwie helfen, diese Krähen wegzubekommen? Na klar. Ich hoffe, ihr findet einen Weg. Jetzt haben wir quasi aber zweimal die Aufgabe bekommen, oder? Uns darum zu kümmern. Weiß ich nicht, ist auch egal. Du musst nicht, musst jetzt wirklich nachschauen. Ich speichere. Achso. Bevor ich hier so ein Vieh anspreche, was dann Level 40 ist. Und das wegklatscht, ja? Wir sind ja immer noch im Vampire's Dawn. Verflucht ist das viel schnell. Ja, ich glaube, die können wir nicht anquatschen. Wir müssen außerdem auch, genau, die Königskrähe da oben. Das soll also die Anführerkrähe sein. Ha, hochklettern würde ich gehen. Der bricht bestimmt das Haus zusammen. Aber vielleicht finden wir einen anderen Weg. Gehen wir das Haus rein? Und interagieren wir mit dem Kamin. Ja. 300 Erfahrungspunkte bekommen. So, jetzt ist die Krähe weg. Und die anderen auch. Jetzt können wir mit dem Typen reden. Hey, wie habt ihr das gemacht? Diese Anführerkrähe ist einfach abgehauen. Und mit ihr alle anderen Krähen. Ach, wir haben einfach den Ofen im Haus angemacht und die Krähe, die mag wohl keinen Rauch, ne? Genial! Deswegen sind wir wahrscheinlich alle arm, weil wir Idioten sind. Leider kann ich euch nichts geben. Ach, euer Dank reicht mir. Ich kann euch wirklich nicht genug danken. Damit ist das Dorf vor dem Hungertod gerettet. Vielen, vielen Dank. Umarm uns doch einfach. Da unten hat uns auch definitiv jemand das als Zeitquest gegeben. Boah, ich war noch nicht so riesige... Der hat das lediglich erwähnt. Du kannst natürlich gerne nochmal zu ihm hin. Ja. Ich muss die erst verwahrt hier haben. Den geht's doch super. Lebensnektar. Ja, Lebensnektar sogar. Mensch. Den geht's denn gut.
Also in einem Geheimgebiet bekommt man auch nur Lebensnektar. Schmerzmittel. Die haben eh keine Schmerzen, die sind dafür viel zu arm. Die haben nichts. Wenn sie was hätten, wären sie schon längst tot. Genau. Hallo. Hallo. Gibt es zufällig irgendetwas Außergewöhnliches zu berichten? Ich bin arm. Ja. Das sagt er effektiv auch. Schon gut. Ja. Das sind nur so NPC. Klischees. Einfach nur ein Opfer, das man aussaugen kann. Oh, wir haben ja Besuch. Das ist selten. Ja, wieso sind eigentlich alle Leute hier arm? Ja, wieso wir alle arm sind? Wieso? Ich sag euch wieso. Wegen der wirtschaftlichen Lage. Und weil König Geralt unsere Steuern verdoppelt und verdreifacht hat. Ja, das hat er von allen anderen aber auch. Weiß der Teufel warum? Er braucht anscheinend schnell viel Geld. König Geralt? So, so. Den knöpfen wir uns vor. Ah, dieser augeplusterte? Dieser aufgeplusterte Hund lebt wie die Maid im Speck auf Schloss Tranak. So wie es alle Könige machen. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ganz ruhig. Lass mal nach. Denn wenn sie das, denn wenn das Blut kocht, schmeckt es nur umso besser. Das sind halt so Leute, die die Schuld immer bei anderen suchen. Ja, okay, dann sind wir ja, glaube ich, auch schon wieder mit dem Dorf durch, oder? Ja, eigentlich schon. Dann wir sprechen wo noch. Wo wollten wir nochmal gleich hin? Nach Norden, oder? Hier ist, da, hier ist ein Laden. Wir sind Laden und die haben wir noch nicht gesprochen. Oh. Verflixt! Jetzt bin ich extra in den weiten Weg nach Helis gegangen. Das heißt aber Helis. Muss ich entdecken, hier sind alle verarmt. Verdammt. Wieso bist du überhaupt hierher gekommen? Nun, ich bin Künstlerin. Ich male Porträts, um genau zu sein. Doch die Menschen hier sind zu arm, um meine Arbeit zu entlohnen. Außerdem ist hier kein einziges Haus frei, wo ich einziehen könnte. So ein Mist. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin ich als nächstes gehen soll. Ich wüsste da schon einen Ort. Welchen denn? Ich habe gehört, in Chanar sollen einige Wohnungen frei sein. Wirklich? Und wie sieht es mit den Leuten aus? Haben die Geld? Natürlich. Du hast recht. Ich sollte mein Glück in Chanar versuchen. Danke, ich habe gehört, da gibt es auch ein freies Künstleratelier. Das stimmt. Das ist ziemlich cool, ne? Ja, wunderbar. Dann haben wir hier die dritte Person für Chanar gefunden. Und dann ich glaube, direkt hier war das. Der Typ. Na, rede nochmal mit ihm. Okay, perfekt. Oh, ich danke euch. Wie hat meine Stimme sich, glaube ich, gerade geändert? Ich hatte abgehustet. Ja. Die Nachricht hat sich sofort in Helis verbreitet, als ihr die Krähen vertrieben habt. Ich danke euch im Namen der ganzen Stadt. Keine Ursache. Wir sind froh, wenn wir helfen können. Oh, schön. Hat sich echt gelohnt. So, dann nach Norden, oder? Im Norden wohnt ja der Bruder von der einen? Hier auch im Norden, direkt schon von Helis? So habe ich das doch verstanden, im Norden dieser Stadt. Das ist ein verstecktes Gebiet, würde ich sagen, oder? Da. Geheimnis gefunden. Ist deiner. Alles klar. Hey, was wollt ihr denn hier? Hast du eine Schwester in Helis? Ja, wieso? Ist doch nichts passiert, oder? Nein, aber ich soll dich von hier aus fragen, ob du dir nicht helfen könntest. Helfen? Meine Schwester? Wobei denn? Sie meinte irgendwas von Hausarbeit. Ey, die Alte! Das ist mal wieder typisch. Zu faul, irgendwas selber zu machen. Aber was soll's. Danke, dass ihr mich geholt habt. Was? Ich werde dann mal zu ihr gehen. Schön, jetzt können wir sein Haus looten. Ja, vor allen Dingen, wie sie sein Haus... Er ist aber auch arm. Und dann können wir nochmal einen Speicherstein mit. Können wir nochmal nach Helis gehen und mit seiner Schwester nochmal reden? Ja, auch wenn ich wieder glaube, dass das schon die Belohnung war für die Sidequest, die 250 EP. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wir haben ja sowieso nichts zu tun und ist ja auch klein. Ja, schön. Finde ich aber nett, dass es hier noch so ein verstecktes Gebiet gibt, so ungefähr, ne? Ja, haben wir gleich mal zwei Nebenaufgaben auch erledigt. Weißt du noch, in welchem Haus sie war? Hier. Genau. Ich danke euch vielmals. Jetzt kann ich mich endlich ausruhen, während mein Bruder fleißig sauber macht. Ich bin arm und faul. Ja. Alles klar. Ach, aber diese Klischees. Ja, okay, gut. Die Reichen sind natürlich nur reich, weil sie die anderen ausgebeutet haben und die Armen sind
sind arm, weil faul. Ne? Dann bleibt jetzt natürlich die Frage, wo fliegen wir als nächstes hin und welche Stadt? Ich meine, wir werden sie zuerst im nächsten Part erkunden. Oder wir können ja zuerst nochmal zurück ins Schloss und nochmal ein bisschen Geld abholen. Das ist erstmal eine Möglichkeit und in der Zwischenzeit können wir jetzt überlegen, wollen wir zum Eiskontinent fliegen oder zu dem Kontinent ganz links? Was wir vielleicht machen können ist, was sagst du? Ich denke, wir sollten erstmal zum Eiskontinent fliegen, oder? Ja, können wir machen. Was will ich hier gerade machen? Ja, wir wollen zum Schloss. Ja, was wollte ich da gerade machen? Deswegen. Ich mache mal aber Fledermaus, weil. Wir sind sowieso in der Nähe. Wir fliegen mal so rum, ob wir vielleicht zufällig noch ein Schiff sehen. Du meinst ja, es können 4 sein, ne? Also bisher haben wir ja 3 und ja, es könnte noch ein 4. geben. Und dann dachte ich mir einfach mal, also ich bin mir jetzt natürlich gerade auch nicht 100%ig sicher, ich werde da irgendwann nochmal nachschauen, aber mach dir jetzt erstmal keinen zu großen Kopf, deswegen, du weißt ja, die Belohnungen fallen eher relativ dürftig aus und Ja, stimmt auch wieder. Na gut, dann ab zum Schloss. Flupp. Mittlerweile kenne ich mich, wie gesagt, auch aus. Ja, keine Sorge, das hat auch bei mir ein bisschen gedauert, um das wieder aufzufrischen, aber. Boah, das hat sich gelohnt. 2100 Kilogramm. Wir nehmen wieder 99 mit. Genau. Und den Rest wandeln wir um. Genau. So würde ich das auch an der Stelle immer machen, weil. Ja, so hört man halt so ein bisschen das Maximum. So, und dann würde ich vorschlagen, fliegen wir einfach mal zur Eisinsel und gucken uns dort mal in den Städten um. Das ist eine gute Idee. Da haben wir auch trainiert. Zumindest am Anfang. Fledermaus. Später haben wir den tatsächlich dort trainiert, wo wir jetzt gerade waren in der Stadt, also da in der Umgebung. Da kann man ganz gut trainieren. Ist auch random, an welchen Punkten ein Teleport gesetzt ist. Ja. Also ich sehe gerade, es gibt auf jeden Fall auf dem Wüstenkontinent gibt es auf jeden Fall eine Stadt. Ja. Die können wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Auf den Eisinseln gibt es 2 Städte. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Und auf der großen Insel haben wir uns noch gar nichts angeguckt. Ne? Also auf den genau, das heißt also, auf die große Insel gehen wir dann zuletzt. Ja, genau. Gucken wir uns jetzt rechts die Städte an. Genau. In der Wüste müssen wir ja nichts machen. Da gucken wir nur in der Stadt rum. Ich denke mal, die Gegner in der Wüste sind die gefährlichsten im ganzen Spiel. Falls ich das recht in Erinnerung habe. Genau, schauen wir erstmal auf der kleinen Insel. Ja. Hier gibt es das typische Pokémon-Secret, aber da ist nichts. Naja, als Fledermaus sowieso nicht, ne? So. Na gut, aber die Stadt in der Stadt selbst machen wir erst den nächsten Part. Genau. Ich war DC Steve und Let's Play Retro World. Wenn wir uns immer einen Kommentar und Daumen nach oben freuen. Tschüss.